Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Luffy. Im letzten Part haben wir unser U-Boot bekommen und haben eine kleine Spritztour gemacht und sind schon mal in den Rachetempel gegangen. Ich weiß noch nicht mal, warum wir hier reingegangen sind. Genau, weil Amon hier ist, glaube ich. Ja, genau, die Lichtkugel ist hier hingeflogen und wir sind jetzt auf der Suche nach Amon. Dafür müssen wir an den ganzen Monstern wieder vorbei. Ist aber kein Problem. Jawohl. Hier war Drache gegen gut. Einmal reicht. Einmal muss reichen. Down. Gegen die wollte ich eigentlich gar nicht kämpfen. Gegen die blöden Sensenmänner. Immer diese K.O.-Attacken, ey, die kann ich überhaupt nicht leiden. Wenn man selber solche Attacken hat, klappen die nie. Aber wenn die die haben, dann immer öfter. Die Wand wird hier weggesprengt. Kein Durchgang. Heilpanzer. Da-da-da-dam. Und was? Geil aus. Ach komm. Oh. Könnte was für geil sein. Ja, ich geb's geil. Ich kann damit mehr anfangen. Weil Guy halt keine Zauberkraft hat und dann damit sehr gut heilen kann. Zur Not. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier total falsch bin. Weil am Anfang war noch eine Tür. Und die scheint unwichtig zu sein. Ah, die holen wir nach einfach. Ah, ich dachte, ich hätte einen Haken. Scheiße. Ah, der zieht ja nichts ab. Stimmt ja. Ah, Glutschwert. Zum Glück habe ich Glutschwert reingetan. Immer kriegt Maxim den Konfubis ab.
Ein Löschen. Jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Phoenix. Aber mir ist einer weg. Okay, das ist auch weg. Aber der T-Rex noch nicht. Kommst du da runter? Komme ich hier mit zurück oder was? Ja. Ja, dann gucke ich mal eben, was da am Anfang war. Ich bin ja eh wieder fast am Anfang. Versuch, möglichst nicht zu kämpfen. Dann ist die Schnauze voll. Von den Gegnern, die meinen, immer stärker als ich zu sein. Haha, hab dich. Haha. Ist doch auch nix. Es ist ein... Ach, euch. Oh, ich muss den ja wieder wegschlagen, das Ding. Dann vergesse ich das immer. Vier Angriffe für einen so einen Typen. Kai greift jetzt auf den anderen an, das ist sicherer. Der ist ja eh schon vom Gordo geschwächt. Ja, jetzt stirbt er sowieso. Jetzt ziehen sie auf einmal alle mehr ab. Das Blutschwert ist geil. Scheiße. Die kennen wir auch schon aus der Ahnenhöhle. Diese Viecher. Los, Guy. 600. Boah, schon wieder richtig gut geschätzt. Also Guy kann ruhig das Blutschwert behalten, das ist sehr gut. Hä? Ach so. Ah, war klar. Ah, jetzt weiß ich.
kommst du nicht raus. Vielleicht musste ich hier doch noch rein. Vielleicht ist gerade dafür dieses Teleporter-Ding. Oh, ein Rätsel. Sauber. Also ich weiß nicht, warum es zwei Wege gibt am Anfang. Bisher macht es für mich noch keinen Sinn. Auch wenn in dieser einen Tür, die ich da runtergeholt habe, einfach nur eine Truhe gewesen ist, dann bin ich jetzt schon wieder falsch gegangen. Scheint für Seeland zu sein. Ja, Thea. Ach, das ist ja auch ein Mädchen. Haben wir ja erfahren. Oder? War jetzt ein Mädchen oder? Ich hab schon wieder vergessen. Ich meine, er war ein Mädchen. Ich hab immer gedacht, es wäre ein Kerl. Weil es ist auch ein S, weil es ein Elf ist. Schwer zu sagen. Chill die Basis, Mann. Du wurdest nur einmal angegriffen und heilt sich zweimal. Du kriegst keine Plusleben. Weil hier gibt so viele Wege, ey, das gibt's gar nicht. Na super, jetzt bin ich wieder hier. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt hier rein. Jetzt sind wir hier. Wofür ist dieser Raum hier? Dieser Weg. Hier ist doch nichts. Ach so, weil ich nicht mehr zurückkomme. Ich muss da wieder hergehen. Ah, super. Dann gehe ich dir nochmal. Bis gleich. Aber immer wieder. Versuche noch ein bisschen abzuchecken. Aber es scheint nicht zu sein. Dann ist das ein Fake-Weg. Der Seite eigentlich was? Nee. Nee, da war nix. Auf zum Dingsbums.
zur alten Stelle. Dann sehen wir, wie oft wir kämpfen müssen. Hier müssen wir einmal kämpfen. Ah, doch nicht. Ausgetrickst. Da wären wir wieder. Wir mussten gar nicht kämpfen. Sehr gut. Ah, da war noch ein Weg. Hä? Was ist das? Hä? Hä? Ich kein Platz mehr, oder was? Oh ja, was hat die noch nie? Noch nie. Deswegen kenne ich diese Grafik auch nicht. Aber was werfen wir weg? Hier, Wumme werfen wir weg. Get wurde gar nicht übersetzt. Dann müssen wir mal eben kurz Fumis füttern. Oh, Alter, ist es stark. Das kriegt Maxim. Oder? Stärke sinkt halt auch. Egal, komm. Ah, das ist ein rotes. Das kann man jetzt nicht mehr ändern. Soweit ich weiß. Diese Gegenstände meinte ich. Aber ist ja egal, solange es gut ist. Ich kann ja mal recherchieren, ob man die irgendwie noch rauskriegt. Wenn nicht, ist auch egal. Also was ähnliches dachte ich mir schon. Dunkle Energie und so stand da. Ja. Glanzrüstung. Ach ja, oder immer noch. Ach, ich dachte schon, die wäre jetzt weggeworfen. Ich habe auch mal irgendwo gehört, dass man die gar nicht mehr rauskriegt, aber wenn, ist auch egal.
Ist ja nur ein Juwel. Macht ja nichts. Auf jeden Fall wisst ihr dann schon mal, dass es rot wird. Wäre es nicht weitaus schöner, hätte der Teppich ein paar Falten weniger. Achso. Bügeln. So, wie es im nächsten Part weitergeht, erfahrt ihr dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Dann sage ich, bis zum nächsten Mal.